Der Fasching in St. Veitern Aglan ist anders. Dies bewiesen die St. Veitern Narren einmal mehr. Es schaut heuer so aus, dass wir heuer am 10.11. bereits die Eröffnung gemacht haben, weil wir einen Tag später am 11.11. Mit unserem neuen Herzog gemeinsam nach Liverpool fliegen und dort einen Ausflug machen, sozusagen zum Teambuilding für die nächste Saison. Zahlreiche Besucher kamen trotz der Vorverlegung des Termines ins Sandlied, um bei der Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister Martin Kulmer an den Herzog Engel I. mit dabei zu sein. Für den Bürgermeister gab es eine Überraschung. Er wurde neben Hans Wolliner in den Club der Nasenbohrer aufgenommen. Ja, man fühlt sich ganz besonders gut, weil der Nasenbohrerorden ja eine der höchsten Auszeichnungen unserer Faschingsgilde ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin fast ein bisschen überrascht. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich heute den Nasenbohrerorden kriege. Ja, wir haben nach dem letzten Regentschaftsjahr von mir, das war 1999, gesagt, wir brauchen einen Club oder einen Teil in der Gilde, der sich ein bisschen kümmert um die ehemaligen Faschingsgildenmitglieder oder Ex-Herzöge. Oder eben Leute, die sich sehr verdient machen um den St. Veiter Fasching. Und deshalb ist der Club der alten Nasenbohrer geboren worden. Und das lebt jetzt schon über 20 Jahre. Die Transpiranten Christoph Horn und Matthias Zemroser wurden in die Gilde übernommen. Aber gibt es eigentlich schon ein Programm? Das Programm steht schon. Wir haben auch einiges mitgenommen, glaube ich, aus den Rathausabenden im Sommer. Wir werden kurz und knackig bleiben, wir werden viele verschiedene Akteure auf der Bühne, wir werden auch versuchen, mehr weibliche Akteure wieder einzubauen. Ich glaube, wir haben einen guten Plan und kommt einfach vorbei und schaut euch das an. Die Termine für 2023 stehen fest. Karten gibt es ab sofort unter namla.at. Wie wichtig sind Vereine für die Stadt? Ja, die Faschingsgilde ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Verein, der nicht nur jedes Jahr die Menschen zum Lachen bringt und ein tolles Programm auf die Bühne stellt, sondern die Faschingsgilde ist auch ein karitativer Verein. Das heißt, die Einnahmen, die hereinkommen im Zuge des Faschings, werden auch wieder für wohltätige Zwecke gespendet. Und das zeichnet unsere Gilde aus schon seit 58 Jahren. Und deswegen sind wir als Stadt irrsinnig froh, dass wir die Faschingsgilde haben. Ich habe dann gesagt, wir müssen einfach auch in der Zeit zwischen 11.11. und die Sitzungen was machen. Und jetzt haben wir einen Stand am Weihnachtsmarkt. Da werden wir Heißgetränke verkaufen, wir werden dort präsent sein, wir werden dort Karten verkaufen. Wir werden einfach die Leute animieren, dass sie dann auch zu unseren Sitzungen kommen. Und wir bringen wieder Frequenz ein am Hauptplatz. Und das ist auch das, was die Stadt da will. Und das wollen wir halt uns auch beteiligen dran. Ab sofort heißt es in St. Veit wiederum: Nabla! Nabla! Nabla!